Der Mond. Seine Landschaften sind fremdartig, voller Krater. Sie entstanden vor Jahrmilliarden, als der Mond von Felsbrocken aus dem All bombardiert wurde. Seitdem hat sich hier wenig verändert. Der Mond ist der einzige Himmelskörper, auf dem bisher Astronauten gelandet sind. Werden Menschen einst noch weiter hinausreisen? Welche Orte werden sie erkunden? Über der Mondlandschaft spannt sich ein dunkler Himmel, auch am Tag, wenn die Sonne scheint. Nachdem sie untergeht, werden die Sterne gut sichtbar. Dieselben Sterne und Sternbilder, die man auch von der Erde aus sieht. Das bekannteste Sternbild ist der große Wagen. Das vielleicht schönste ist ein anderes. Es steht gegenüber am Himmel. Der Jäger Orion. Jeder Stern ist eine ferne Sonne und leuchtet sonnenhell. Die Sterne sind unvorstellbar fern. Viele Lichtjahre sind es selbst bis zu den allernächsten. Auch die schnellsten Raumschiffe bräuchten zehntausende Jahre, um dorthin zu gelangen. Viel näher stehen die Planeten. Sie erscheinen wie helle Sterne. Der Blick durch ein Fernrohr zeigt, es sind keine fernen Sonnen, sondern Kugeln aus Gestein wie die Erde oder aus Gas. Sie leuchten nicht selbst. Sie werden von der Sonne angestrahlt. Die Sterne können wir nicht erreichen, aber die Planeten. Auch unsere Erde ist ein Planet. Anders als der Mond ist die Erde ein sehr dynamischer Ort. Vulkanausbrüche lassen Inseln entstehen. Wind und Wetter tragen sie wieder ab. Über Millionen Jahre verschieben sich die Kontinente. Sie sitzen auf Platten der Erdkruste, die ständig in langsamer Bewegung sind. So entstehen neue Gebirge, Seen, ganze Meere. Die Erde ist ein aktiver Planet. Daher stammt ihre Vielfalt. Land und Wasser, Wüsten aus Sand und Eis und die Fülle des Lebens. All dies prägt den Planeten. Die Erde ist voller Naturwunder. Wie sieht es auf den anderen Planeten aus? Die Erde weist uns den Weg, wo die Suche lohnt. Auf Planeten mit Luft, wo Wind und Wetter die Landschaft formen oder wo innere Hitze die Oberfläche prägt. Was gibt es zu entdecken? Um die Sonne kreisen 8 Planeten. Alle 8 wurden bereits von Raumsonden erkundet.
kleine, ferngesteuerte Raumschiffe mit Kameras und Messgeräten. Mehr als 20 sind gerade dort draußen bei der Arbeit oder unterwegs zu ihren Zielen. Zu unseren Nachbarplaneten dauert der Flug einige Monate. Zu den ferneren Planeten mehrere Jahre. Die Raumsonden sind unsere Kundschafter. Durch ihre Fotos und Messungen können wir schon jetzt die interessantesten Orte auswählen, lange bevor wir selber auf die Reise gehen. Die inneren Planeten sind Merkur, Venus, die Erde und der Mars. Sie bestehen hauptsächlich aus Gestein. Die äußeren Planeten heißen Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Sie sind viel größer als die inneren und bestehen vor allem aus Gas. Man nennt sie die Gasriesen. Einen festen Boden haben sie nicht. Alles, was man sieht, sind Wolken und Wirbelstürme. Alle vier Riesenplaneten haben Ringe. Und alle vier haben mehrere Monde. Diese Monde bestehen vor allem aus Eis. Manche sind so groß wie kleine Planeten. Zwischen den äußeren und den inneren Planeten liegt der Asteroidengürtel. Hier kreisen Hunderttausende Kleinplaneten. Die größten durchmessen hunderte Kilometer. Viele erreichen jedoch nur wenige hundert Meter und sehen aus wie fliegende Steinhaufen. Auch ganz außen, jenseits des Neptun, gibt es viele Kleinplaneten. Sie bestehen vor allem aus Eis. Man nennt diese Zone den Kuipergürtel, benannt nach einem holländischen Astronomen. Besonders groß ist hier Eris, erst 2004 entdeckt. Eine andere dieser Eiswelten kennt man schon länger, Pluto. Er galt früher als neunter Planet. Erst als man Eris und die anderen Körper des Kuipergürtels entdeckte, wurde klar, dass Pluto zu dieser Gruppe zählt und nicht zu den großen Planeten. Im Kuipergürtel gibt es auch kleinere Eisberge, nur wenige Kilometer groß. Manche können ins innere Sonnensystem gelangen. Man sieht sie dann als Kometen. Der Schweif eines Kometen entsteht, wenn das Eis in der Sonnenwärme verdampft. Die meisten Orte im Sonnensystem ähneln unserem Mond. Sie sind von Kratern bedeckt. Auch der Planet Merkur bietet einen solchen Anblick. Diese Kraterlandschaften sind uralt, seit Urzeiten fast unverändert. Solche Himmelskörper sind zu klein, um innere Aktivität zu besitzen und zu klein, um mit ihrer Schwerkraft eine Atmosphäre festzuhalten. Ohne Atmosphäre und ohne innere Aktivität ereignet sich hier nicht viel. Dies sind wohl keine vorrangigen Ziele künftiger Raumfahrer.
Andere Orte würden Astronauten vor große Herausforderungen stellen. Besonders die Venus. Unter ihren dichten Wolken ist es fast 500 Grad heiß, mehr als in einem Backofen. Und der Luftdruck ist hier fast 100 Mal größer als auf der Erde. Venus, Göttin der Liebe in der römischen Mythologie, entpuppt sich als Hölle des Sonnensystems. Astronauten könnten sich hier kaum aufhalten. Erstes Ziel künftiger Raumfahrer wird dagegen der Mars sein, unser äußerer Nachbarplanet. Er ist gut erreichbar und wird bereits von mehreren Raumsonden erforscht. Auch manche der Eismonde sind interessante Ziele. Hier haben die Raumsonden spannende Besonderheiten gefunden. All diese Welten schlummern dort draußen seit Urzeiten. Ruhig, wartend. Es wird dauern, bis menschliche Entdecker hierher aufbrechen. Doch der Tag wird kommen, früher oder später. Vieles Neue wird entdeckt werden. Manches können wir uns bereits heute genau vorstellen. Mit Hilfe der Raumsonden können wir die Naturwunder und faszinierenden Landschaften dort draußen schon jetzt erkunden. In Gedanken. Reisen wir hinaus und erleben wir diese Orte so, wie die Entdecker der Zukunft sie sehen werden. Der Mars. Er ist kleiner als die Erde. Seine Lufthülle ist sehr dünn. Daher ist es hier eiskalt. Doch trotz geringer Größe und eisiger Kälte ist er von allen Planeten der Erde am ähnlichsten. Hier gibt es echte Sehenswürdigkeiten des Sonnensystems. Zum Beispiel einen gewaltigen Riesenvulkan. Olympus Mons. Olympus Mons, der Berg Olymp, ist der größte Berg aller Planeten. Ein erloschener Schildvulkan, fast so groß wie Deutschland und 24 Kilometer hoch, fast das Dreifache des Mount Everest. Ein weiteres Naturwunder sind die Valles Marineris, die majestätischen Mariner-Täler. Ein wahrhaft gigantischer Grabenbruch, 7 Kilometer tief und 4000 Kilometer lang, die Strecke von Spanien bis Finnland.
Das Gestein liegt in Schichten übereinander. Im Laufe von Millionen Jahren entstand eine Schicht nach der anderen, die untersten zuerst. Dies ist ein Geschichtsbuch des Mars. An den Gesteinen kann man ablesen, welches Klima herrschte und wie die Umwelt sich änderte. Welche Geheimnisse speichert dieses Archiv der Natur? Dies zu erkunden ist das Ziel künftiger Astronauten. Der Mars empfängt seine Entdecker auf wenig gastliche Weise. Das Wetter ist eisig, nachts unter minus 100 Grad. Frost bedeckt morgens den Boden. Doch dies ist kein gefrorenes Wasser. Hier ist ein Teil der Luft gefroren. Es handelt sich um Trockeneis, gefrorenes Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Die Luft ist sehr dünn und enthält keinen Sauerstoff. Astronauten müssen einen Raumanzug tragen, der für Wärme, Luftdruck und Atemluft sorgt. Doch der schwere Anzug belastet kaum. In der geringen Schwerkraft des Mars hat er nur ein Drittel seines irdischen Gewichts. Ein auf der Erde 70 Kilogramm schwerer Astronaut ist hier 26 Kilogramm leicht. Ein großes Ärgernis auf dem Mars ist jedoch der Staub. Er wird in jede Ritze getragen und haftet an Raumanzügen und Ausrüstung. Windhosen schleudern den Staub hoch in die Luft. Dadurch ist der Marshimmel immer rostbraun. Jahr für Jahr gibt es Staubstürme, bei denen sich der Himmel tagelang verdunkelt. Den Weg zurück zur Basis könnten die Astronauten dann nur mit einem guten Navigationssystem finden. Aber der Mars war nicht immer so. In der Umgebung der Valles Marineris gibt es viele Täler, die deutlich zeigen, vor langer Zeit ist hier Wasser geflossen. Flüssiges Wasser ist eine Voraussetzung dafür, dass Leben entstehen kann. Rückblende ins Jahr 2012. Der Mars Rover Curiosity untersucht einen ehemaligen Seeboden. Mit einem Bohrer entnimmt er eine Gesteinsprobe. Daran kann man heute noch ablesen, welche Bedingungen früher herrschten. Die Analyse ergab, hier floss Wasser und die chemischen Bedingungen darin waren genau richtig für einfache Lebewesen. Im Wasser gelöste Stoffe boten Nahrung für Mikroben. Das heißt, der Mars war bewohnbar. Vor 4 Milliarden Jahren, der Mars war der Erde sehr ähnlich. Ist damals Leben entstanden? Heute sucht man danach in den ältesten Gesteinen. Go over here and look at this big one.
Finden sich hier Spuren von früherem Marsleben? Und könnte es vielleicht sogar sein, dass heute noch etwas lebt auf dem Mars? Dazu bräuchte es flüssiges Wasser. Dies gibt es kaum und allenfalls für kurze Zeit. Der Marsboden enthält in der Tiefe etwas Eis. In der Mittagssonne kann es schmelzen und an Kraterrändern tritt ein wenig Wasser hervor, gerade genug, um den Boden zu befeuchten. Doch es bleibt nicht lange flüssig. Wegen des geringen Luftdrucks verdampft das Wasser sehr schnell. Es gibt heute keine Chance mehr für Leben auf dem Mars. Denkbar wäre es allenfalls tief unter dem Boden, an besonders geschützten Orten. Was wird man finden? Bisher können wir nur spekulieren. Klarheit, ob es hier jemals Leben gab, wird wohl erst die Erforschung durch Astronauten bringen. Die Sonne geht unter. Ein Tag auf dem Mars ist 24,5 Stunden lang, kaum mehr als bei uns. Am Abendhimmel zeigt sich eine Besonderheit, die man auf der Erde niemals sieht. Ein bläulich strahlender Abendstern mit einem kleinen Begleiter. Es sind Erde und Mond. Hier gesehen aus 70 Millionen Kilometern Distanz. Was auch immer man auf dem Mars entdeckt, es könnte unsere Sicht der Erde verändern und unsere Sicht von uns selbst. Würde marsianisches Leben gefunden, dann kann der Vergleich zu uns auch unsere Entstehung enträtseln helfen. Auch die nächsten Ziele unserer Reise können Antworten liefern. Kometen sind fliegende Eisberge mit einer dunklen Kruste, unter der sich das Eis verbirgt. Ein Komet ist ein Bote aus der Vergangenheit. Er bewahrt heute noch die Stoffe, aus denen vor Milliarden Jahren die Planeten entstanden. Die Sonne lässt zwar etwas Eis verdampfen, aber das Innere schmilzt nie. Kometen sind das Tiefkühlfach des Sonnensystems. In diesem Tiefkühlfach finden sich gefrorene, gut erhaltene Spuren unserer Herkunft. Danach sucht man, nach den Stoffen, aus denen die Erde entstand, und nach den Grundstoffen des Lebens. Dieser Komet ist nur 4 Kilometer groß. Wie jeder Körper hat auch er eine eigene Schwerkraft. Aber sie ist so schwach, dass man sie kaum spürt. Ein 70 Kilogramm Astronaut wiegt hier nur etwa 1 Gramm. Schon ein leichtes Abstoßen reicht, um ohne Wiederkehr fortzuschweben. Rückblende in das Jahr 2014. Die erste Landung auf einem Kometen steht bevor. Das Mutterschiff Rosetta setzt das Landegerät Philae ab.
Doch die nötige Befestigung am Boden gelang nicht. Philae prallte ab hunderte Meter hoch. Die schwache Schwerkraft brauchte über eine Stunde, um Philae erneut zu Boden zu ziehen. Nun an eine ungünstige Stelle, mitten in eine dunkle Eisspalte. Dennoch gelang der größte Teil der Messungen. Sie zeigten, es gibt hier viele Stoffe, die für das Leben auf der Erde wichtig sind. Haben wir diese Stoffe von Kometen erhalten, die in der Urzeit auf die Erde einschlugen? Am interessantesten ist die unverfälscht erhaltene Urmaterie im Inneren des Kometen. Es ist nicht einfach, dorthin zu gelangen. Doch der Komet selbst kann helfen. Im zugänglich gewordenen Inneren des Kometen können sich Antworten finden zur Herkunft der Erde und des Lebens. Unsere Reise führt weiter zum Planeten Jupiter. Er ist der Gigant des Sonnensystems. Tausendmal hätte die Erde in ihm Platz. Sein Markenzeichen ist ein riesiger Wirbelsturm. Man nennt ihn den großen roten Fleck. Er ist größer als die Erde. Nahe dem roten Fleck, Sturmwolken aus Wasserdampf und Ammoniak, erheben sich Dutzende Kilometer empor. Das heiße Innere des Jupiter liefert die Energie für diese Wettergewalten. Einen festen Boden gibt es hier nicht. In der Tiefe folgt nur immer dichteres Gas, Wasserstoff und Helium mit immer höherem Druck. Gleichzeitig wird es immer heißer. Jedes, auch noch so stabile Raumschiff, würde hier zerstört werden. Über den Wolken erkennt man die vier großen Monde des Jupiter. Einer verdeckt gerade die Sonne. Eine Sonnenfinsternis auf Jupiter. Der innerste Mond heißt Io. Seine dunkle Seite zeigt leuchtende Punkte. Es sind gewaltige Vulkanausbrüche, die größten des Sonnensystems. Seine große Hitze erhält Io durch den nahen Jupiter. Während der Mond ihn umkreist, wird er durch Jupiters starke Schwerkraft abwechselnd gequetscht und gedehnt. Nur ein wenig, aber genug, um ihn im Inneren stark zu erhitzen. So vergeht hier kein Tag ohne gigantische Vulkaneruption.
größer als jede auf der Erde. Kilometer hoch schleudern sie heißen Schwefel. Von Io ist es nicht weit zum nächsten Höhepunkt unserer Reise. Jupiters Mond Europa. Auch er wird innerlich aufgeheizt. Doch hier, ferner dem Jupiter, ist die Hitze moderat. Es gibt hier keine Vulkane. Europa ist von Eis überzogen. Krater sieht man kaum. Dies zeigt, es ist ein Ort, der sich laufend verändert. Der Grund liegt unter dem Eis. Ein verborgener Ozean. Durch die innere Wärme schmilzt das Eis in der Tiefe. Hier gibt es mehr Wasser als in allen Ozeanen der Erde. Die bizarren Landschaften, lange Spalten und flache Tafelberge aus Eis, sind Spuren langsamer Bewegungen in der kilometerdicken Eisschicht. Die Chancen stehen gut, hier außerirdisches Leben zu entdecken. Wird es gelingen, in die Tiefe zu bohren und zum Ozean vorzudringen? Was wird man finden? Dies ist die vielleicht spannendste Aufgabe künftiger Forscher. Wir erreichen den Saturn. Mehr als 60 Monde umkreisen ihn. Titan ist im ganzen Sonnensystem der einzige Mond mit einer Atmosphäre, und zwar einer besonders dichten. In 200 Kilometern Höhe trifft das Sonnenlicht auf kohlenstoffhaltige Moleküle, die Grundstoffe des Lebens. Die Energie des Lichts bewirkt chemische Reaktionen, größere, kompliziertere Moleküle entstehen. Diese Stoffe trüben die Luft.
Regen wäscht die Moleküle aus der Atmosphäre zu Boden. Es bilden sich Flüsse, die in Seen münden, wie auf der Erde. Doch die vertrauten Formen täuschen. Dies ist kein Wasser. Was hier regnet und fließt, ist Methan, Erdgas. Auf Titan, bei minus 180 Grad, ist es flüssig und spielt dieselbe Rolle wie das Wasser auf der Erde. Es gräbt Flussbetten, formt Kieselsteine und füllt Meere. Sollten hier je Astronauten landen, so werden sie vor allem die Ablagerungen und die Erdgasmeere studieren. Dort sammeln sich die Lebensstoffe und weitere chemische Vorgänge könnten ablaufen. Titan ist ein Fenster in die Frühzeit der Erde. Er zeigt, was sich zu Beginn bei uns abspielte, vor der Entstehung des Lebens. Wir verlassen Titan und steuern näher an den Saturn. Der kleine Mond Enceladus fällt ins Auge. Von ihm strömen Wolken von Eiskristallen ins All. Grund ist die Schwerkraft des nahen Saturn. Wie Europa beim Jupiter wird auch dieser Eismond innerlich erwärmt. In der Tiefe schmilzt das Eis und bildet auch hier ein verborgenes Meer. Risse im Eis lassen Dampf- und Wassertröpfchen entweichen, die zu Eiskristallen gefrieren. Darin finden sich Hinweise auf chemische Stoffe des Meeres. Hinweise auf Leben? Das ist hier gut möglich. Enceladus liefert uns Kostproben seines Meeres direkt an die Oberfläche. Der Dampf transportiert sie empor und als Schnee fallen sie zu Boden. Astronauten könnten hier gefrorene Lebensspuren sammeln. Doch was findet sich in der Tiefe? Ein Meer in absoluter Finsternis. Und an dessen Boden? Warme Quellen. Messungen der Raumsonde Cassini haben dies 2015 herausgefunden. Das Leben auf der Erde ist vermutlich an solchen Quellen entstanden. Geschieht hier Ähnliches? Wenn wir jemals fremdes Leben im Sonnensystem entdecken, dann wohl unter dem Eis von Enceladus oder Europa. Nahe Enceladus erreichen wir das vielleicht beeindruckendste Naturwunder im Sonnensystem: die Ringe des Saturn. Tausende einzelne Ringe, teils durch Lücken getrennt. Sie sind durchsichtig. Wie kann das sein? Die Ringe bestehen aus unzähligen Eisbrocken,
Die größten messen einige Meter. Wie Milliarden kleinster Monde kreisen sie gemeinsam um den Saturn. Nur aus der Ferne erscheint dieser Schwarm wie ein Ring. Die Teilchen stoßen immer wieder zusammen, sehr langsam. Nach Jahrmillionen sind sie dadurch glatt und rund wie Kieselsteine. Die Ringe sind nur wenige Meter dick, aber erstrecken sich zehntausende Kilometer weit. Innerhalb der Ringe gibt es kleine Monde, nur wenige hundert Meter groß. Deren Schwerkraft sammelt die Ringteilchen zu Schweifen zu beiden Seiten des winzigen Mondes. In einer Lücke des Rings kreist der 8 Kilometer große Saturnmond Daphnis. Er bewirkt kilometerhohe Wellen in den Ringen, wie die Bugwelle eines Schiffes. Die Ringe des Saturn sind die eindrucksvollsten im Sonnensystem, aber nicht die einzigen. Weiter von der Sonne entfernt kreist der Planet Uranus. Auch er hat Ringe und Eismonde. Dem Uranus zum Verwechseln ähnlich sieht Neptun. Statt von vollständigen Ringen ist er auch von Ringbögen umgeben. Unser letztes Ziel ist Pluto. Ihn und seinen Mond Charon erreichte erst im Jahr 2015 eine Raumsonde, New Horizons. Sie entdeckte eine Welt der Kontraste. Pechschwarze Kraterlandschaften neben schneeweißen Gletschern unter einer hauchdünnen Atmosphäre. Hier, fern der Sonne, herrscht ewige Kälte. Die Berge auf Pluto sind steinhartes Eis, das niemals schmilzt. Die weiße Ebene darunter besteht aus Stickstoff. Auf der Erde ein Teil der Atmosphäre, hier in der Kälte erstarrt. Gletscher aus gefrorener Luft. Nach der Begegnung mit Pluto rast New Horizons immer weiter hinaus, durch den Kuipergürtel und dann den Sternen entgegen. Doch selbst die nächstgelegenen Sterne würde sie erst nach hunderttausenden Jahren erreichen. Der Sternenhimmel ist ein Blick in die Unendlichkeit. Die Sterne
sind nicht nur unvorstellbar fern, sondern auch unvorstellbar zahlreich. Jeder ist eine Sonne. Es gibt Milliarden Sonnen. Die meisten mit eigenen, faszinierenden Planeten. Die Planeten unseres Sonnensystems können wir dank der Raumsonden realistisch darstellen. Die Planeten anderer Sterne dagegen können wir uns bisher nur in der Fantasie ausmalen. Wird sich wohl einst ein ferner Planet mit intelligenten Bewohnern finden? Die Erforschung unseres Sonnensystems ist in vollem Gange. Sie liefert faszinierende Bilder und spannende Erkenntnisse aus der Welt der Planeten, Monde, Kometen und Asteroiden. Die vielleicht berührendsten Fotos unserer Kundschafter wirken zunächst unscheinbar. Aus Sicht von Spirit auf dem Mars, Cassini beim Saturn und Voyager am Rand des Sonnensystems zeigen sie alle den gleichen unauffälligen und doch ganz besonderen blauen Punkt. Die Erde. Der Planetenforscher Carl Sagan sagte: Betrachten Sie diesen Punkt. Das sind wir. Darauf alle Menschen, die Sie lieben, alle, die Sie kennen, alle, von denen Sie je gehört haben, jedes menschliche Wesen, das je existierte, lebte hier. So geht es bei der Erkundung der Planeten auch immer um uns, um Entstehung, Entwicklung und Zukunft der Erde, um das irdische Klima im Vergleich zu dem der Planeten, um die Herkunft des Lebens und um die Frage: Sind wir allein? Viele spannende Erkenntnisse erwarten uns. Die Erkundung des Weltalls hat gerade erst begonnen.